Willkommen, willkommen zu einer weiteren Runde Ori and the Will of the Wisps. Es geht auch gleich los. Wir sind immer noch dabei, dass wir uns 1600 Geisterlichter sammeln für den Explosivspeer. Weil den hätte ich gerne, bevor wir zu unserer Freundin der Spinne, oder wie ich sie nenne, Tante Thekla, zurückkehren. Und das bedeutet, wir könnten hier erstmal gucken, was es hier noch gibt. Da oben gibt es noch Geisterlicht und da oben gibt es noch einen unerforschten Bereich. Ebenso hier. Ja. Dann wollen wir mal schauen, ob wir da hochkommen. Was aber heißt, wir müssten direkt hier nach oben. Das bedeutet, wir nehmen uns ihn hier und schmeißen den mal da hoch. Ah, das war... Nein, naja, Scheiben! Wie komme ich jetzt wieder zurück? Nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Au! Ah, ah! Oh, ihr wollt's heute alle wieder wissen, gell? Boah! Geht's gleich schon wieder gut los hier. Meine Fresse. Ist nicht wahr. Ah, 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 ah! So, wir wollten eigentlich... Nein! Wow. Wir wollten eigentlich hier nach oben und dann wollten wir eigentlich noch höher. Passt mal auf. Ja, okay, das war meine Schuld. Oh, ich hab's heute wieder richtig drauf. Ihr seht das schon. Wie wir es heute wieder perfekt können. Wow. So, dann sind wir hier oben und jetzt müssen wir gucken. Ach, da konnten wir nicht hin, das war das Problem, weil da oben war noch zu. Wie lösen wir dieses Thema? Da oben war noch zu, stimmt. Wo ist der? Wartet mal. Oh, da müssten wir aber komplett hier außen rum. Eieieiei. Eieieiei. Um zu versuchen, ob wir hier reinkommen. Da müssten wir komplett außen rum. Ja, gut, kommt. Wir probieren das mal. Wir probieren das mal. Wartet mal, links oder rechts runter. Spielt keine Rolle, wie es scheint. Spielt wohl doch eine Rolle. Was ist eigentlich das da oben? Hilft mir das irgendwie? Macht das irgendwas? Kann das irgendwas? Nicht, dass ich irgendwas sehe, dass das was kann. Ja gut, okay, halt, wo müssen wir? Nein, ja, ja, ah. Okay. Ah.
Wir laden uns mal kurz auf mit Energie und blauen Kristallen und dann müssen wir. Theoretisch können wir unten lang gehen. Ich glaube, das ist. So. Und dann, wartet mal, müssen wir an der nächsten Abzweigung vorbei und dann nach oben. Warte mal, gibt's hier irgendwas? Ich muss das mal umstellen, sonst verschwende ich da immer so die Krempel. Aber hier scheint's. Nichts wirklich zu geben, was mir weiterhilft. Das bedeutet, wir. Ah, wie ging das? Wie ging das mit dem? So wie das, okay. So. Und dann müssten wir hier drüben rüberkommen. Nein. So. Und dann müssten wir. Dann müssten wir da hinten wieder hoch. Wo es auch nicht so einfach ist, hochzukommen. Okay, das hätten wir geschafft. Das heißt, wir müssen hier rüber. Wir müssen dann hier hoch und dann rechts. So. Wir müssen dann hier rechts. Und dann müssen wir hier durch. Oh oh. Ah, nein! Ah! Ah, wieder die. So, okay. Dann sind wir hier. Gut, das heißt, wir nehmen ihn hier. Schwingen uns hier dran. Warte mal, was ist da oben? Ach, das ist nur das. Die Geisterprüfung. Ach, das war hier, wo wir nicht. Wo wir auch nicht richtig wussten, wie man dann da hochkommt. Weil wir. Ich versuch mal was. Ah! Sehr cool. Wow. Dann können wir das Ganze hier ja auch mal versuchen. Aber das hilft uns leider nicht weiter. Schade.
Au, 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 au. Lass mich hier raus. Ah. Nein. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Au. Oh, ich muss mal schnell ein bisschen Energie tanken. Wie kommt man hier weiter? Oh nein. So kommt man nicht weiter. Wartet mal. Ah. Okay. Ah, nein. Bleib da. Also, da kommen wir auch nicht weiter und ich weiß auch nicht, wie man du kleines hier hinten waren wir schon. Wie kommt man hier ran? Weil es ist auch ein bisschen zu weit drüben, als dass ich da dann tatsächlich hochkommen würde. Das ist eine weitere spannende Frage. Gut. Wir probieren dann mal, ob wir vielleicht, Moment, wir nehmen den kurzen Weg. Weil, wie gesagt, in der heutigen Folge geht es einfach mehr oder weniger darum, dass wir die finanziellen Mittel zusammenbekommen für diesen Speer. Au! Aha. Okay, wir müssen
Halt. Ah. Wir müssen hier rein. So. Haben wir das auch geschafft? Dann stürzen wir uns mal nach hier in die Tiefe. Ah! Wow! Mit Vollgas wieder raus. Nehmen hier das schöne Gesundheitsdings mit. So, dann haben wir die auch eingesammelt. Da haben wir gesagt, wissen wir momentan noch nicht, wie wir hier die Türen öffnen können. Das ist ein bisschen doof. Da über uns gibt es noch einen leeren Bereich. Wir gucken mal. Passt mal auf. So, wie kommen wir da jetzt dran? Au. Indem wir uns trauen, 17 Mal zu sterben. Aha. So. Wir nehmen einfach einmal ein paar Verletzungen in Kauf. Gorlek-Erz gefunden. So, die Frage ist, ist da oben jetzt noch mehr oder? Ich würde sagen, nein. Au. Heißt, wir gehen hier wieder runter. Ah nein, doch nicht so. So auch nicht. Ja, jetzt haben wir wohl alles mitgenommen, an dem wir uns hätten wehtun können. Komplett. Aber es ist okay. So, es ist okay. So. Ich glaube, das haben wir vergeiert. Obwohl wir irgendwie bei Quollok waren, aber das mit dem Amulett, das hat... Ja, keine Ahnung. Gut, dann gucken wir mal da unten. Ne, da unten den Bereich hatten wir. Der sieht nur so aus, als wäre der... Hier ist noch, da war auch noch so ein Stein, wo man relativ schnell durchschwimmen muss. Ich erinnere mich. Und das bedeutet, wir waren hier schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr unten. Wir müssen hier nach rechts. Und dann müssen wir hier irgendwie... Immer. So. 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 Ah, nicht in die Dornen. So, und jetzt müssten wir theoretisch hier durch.
können und uns das hier schnappen können. Ah. Oder auch nicht. Ne, andere Richtung. Andere Richtung. Ah. Schaffen wir das jetzt? Ne. Das Ding will tatsächlich... aua. Das an dieser Stelle. Ne. Das ist interessant. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Guck mal schnell, wie viel Garlic-Erz haben wir eigentlich? Moment. Achso, ich sehe nur, wie viel ich insgesamt gesammelt habe und nicht, wie viel ich gerade aktuell bei mir habe. Aber ich sehe gerade, wir haben 1800 Geisterlicht. Das heißt, um das Speer zu kaufen, reicht es schon. Das wollte ich nicht. Ich wollte es nicht gerne so haben. Also da oben haben wir gesagt, kommen wir nicht hin. Da. Und überall fehlen prozentual noch irgendwelche Sachen, die ich nicht gemacht habe. Das ist auch ein wenig seltsam bis besorgniserregend, weil bis auf hier unten in den Mitternachtshöhlen, da ist alles fertig. Fertig, genau, alles fertig. Gut, teilweise wird es damit zusammenhängen, dass ich hier diese Speedruns hier nicht gemacht habe. Da ist auch noch ein... Da ist noch ein... eine Energiezelle, wo bin ich denn gerade? Ich bin in... Wartet mal, wie kommen wir auf dem schnellsten Weg an diese Energiezelle? Wir setzen uns hier rein und gehen dann einfach runter. Entschuldigung, ihr merkt, ich bin ein klein wenig erkältet. Es tut mir leid. Nein! Ich will nicht spielen. Schon gar nicht. So. So, jetzt passt mal auf. Wo war die? Ganz unten. Also, wieder runter. Hier runter. Jetzt bin ich mal gespannt, weil mit der war auch irgendwas, weshalb wir da nicht... Weshalb wir da nicht rangekommen sind in der Vergangenheit. Ah.
Junge, Junge, hier unten geht's ja richtig ab. Hier unten geht's ja richtig ab, aber wir sind schon eigentlich da. Das bedeutet, wir... Ah, da ist sie. Au, 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 au. Aha. Finde die zweite Hälfte. So, das heißt, das haben wir auch. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gibt es noch irgendetwas, das uns jetzt momentan spontan anspringt und uns fehlt? Er hier, ja, aber da ist kein... Oh, und hier ist noch ein... Moment. Wo ist hier der nächste Sprungpunkt? Der wäre hier. Der ist mir zu weit weg. Weil das hier sieht so aus, als wären wir da auch noch nicht gewesen. Aber ich glaube, da waren wir auch noch nicht, weil das Wasser giftig ist. Oder giftig war. Was ist das? Energiezelle. Dann gehen wir erstmal, weil die Spinne ist nämlich hier. Dann gehen wir doch erstmal hier hin. Und holen uns unseren Speer. Können wir bauen vielleicht sogar? Wir schauen mal. Das gut. Wie du lebo. Ich sei Kraft. Wir brauchen 8. Okay. Wir brauchen 8. So. So, und zwar hätte ich gerne alles andere, bis auf die vier, den Rest haben wir. Also, dann holen wir uns diesen hier. Dann holen wir uns diesen hier. So. Sehr gut. Und damit wir den nicht wieder verlieren, gehen wir noch mal kurz und gönnen uns einen weiteren Save Point. So, dann wäre jetzt die Frage, was können wir noch anstellen? Was können wir anstellen? Hier kommen wir überall nicht rein. Hier ist eigentlich theoretisch fertig, auch wenn das Ding anzeigt, dass da noch 25% zu machen sind. Irgendwo. Aber ich vermute wirklich, das hängt hier mit diesen Geisterprüfungen zusammen. Ja. Ja, das ist okay. Eine Schaufel in der Windwüste.
hier unten waren wir auch nicht. Und ich glaube, da war auch irgendeine Tür, die noch zu war. Was ist hier eigentlich? Tolle Bergarbeiter. Weil hier weiß ich auch nicht, wie man da reinkommt. Wie man an dich drankommt, das will ich momentan gerade gar nicht erst wissen, oder wie war das? Wenn mir jemand einen Hut haben möchte. Das Amulett der Wiederaufbau. Ja, gut. Ja gut, dann machen wir uns auf den Weg und schauen mal. Bin ich weiter rüber. Coral and Ito. You want talk? Und da brauchen wir 3000 für die Lebenszellen, damit es uns die noch anzeigt. Okay. Anash. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur nach unten. Gehen mal wieder ein bisschen die Wohnungen verwüsten. So, was war da? Ach, da war nur der Topf. So. Aber ich glaube, den hatten wir zu Ende gemacht. Ja. Das bedeutet, mit ihm sind wir komplett fertig. Okay. Das hatte ich mir aber auch schon fast gedacht. Waren wir auch schon überall. Okay. Dann. Wo müssen wir hin? Wo wollen wir hin? Wir wollen hier rüber. Okay, also einmal rüber. So. Na, danke. und dann wollen wir hier in dieses Loch, okay. Ja, hier wollen wir runter. Okay.
Und wir wollen noch weiter runter. Au, au. Hi, ja, ja, ja. Diese. Ah, so tief wollte ich jetzt nicht runter. Moment. Ah, und dann war das Problem, dass wir hier nicht hochkommen. Warte mal. Ah, halt! Nee. Ja, ups. Ah, wie kommen wir hier? Wie kommen wir hier hoch? Kommen wir hier hoch? Warum? Kann ich eigentlich das Ding nicht abfangen? Wenn ich das von hier aus abschieße. Ne? Kann es nicht abfangen. Ich hab's probiert, aber... Irgendwie will es das nicht tun. Ne. Das ist schade. Hier drüben, das hilft mir auch nicht wirklich weiter. Nee. Verzeihung. Aber ich probiere jetzt mal den Speer schnell aus. Ah! Alter, jo. Jetzt habe ich überhaupt nicht das gesehen, was ich sehen wollte, aber. Na gut. Scheint aber schon ordentlich Bums zu haben, das Ding. Wow. Ich bräuchte mal ein blaues. Soll das hier gehen? Wie habt ihr euch das überlegt gehabt?
Nee. Ich komm da nicht hoch. Gut. Dann probieren wir mal, ob wir... Eieiei. Ah, Moment, halt, ich muss das hier halt das. So, jetzt, okay. Jawohl! Woohoo! Sehr gut. Haben wir das also auch erreicht. Sehr schön. Wie geht es hier wieder nach Hause? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, okay. Dann würde ich sagen, wir machen uns... kann ich nicht ziehen nochmal? Jawohl. Hier oben auf den Weg. Ja, wirklich. Eieiei. Euch hätte ich gerne. Hm.
Moment. Ja, okay. Ja, jetzt bin ich da unten, aber das reicht gar nicht voll reich. Au! Ah! Ich wollte eigentlich nach oben. So, wohin nach oben? Da hinten oben. Genau, da wollte ich hin. Perfekt. So. Sehr schön. Also dieses aus. Wir sind aufgeladen. Gespeichert haben wir auch. Und dann sind wir jetzt an dieser Stelle, wo hier hinten die liebe Thekla wohnt. Die Spinne, falls ihr euch fragt, wer Thekla ist. Und dann werden wir in der nächsten Folge noch einmal versuchen, ob wir Thekla dieses Mal besiegen können. Wir haben dafür sehr viele grüne Lebensenergiepunkte eingesammelt und auch sehr viele blaue Energiekristalle gesammelt. Und ich hoffe, dass uns die weiterhelfen, in der nächsten Folge mit Thekla, der Spinne, fertig zu werden. Also verpasst diese nächste Folge nicht, seid dabei. Ich bin dankbar, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt, mit mir zusammen das erlebt habt, wie ich all diesen Kleinkram eingesammelt habe. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal mit euch. Auf Wiedersehen!